Fahrradfahren war auch immer so ein Safe Space. Also wenn du irgendwie Stress hattest oder irgendwelche Probleme hattest, egal ob Schule, daheim oder whatever wo, bin ich eigentlich immer aufs Fahrrad gegangen und bin halt einfach Fahrradfahren gegangen. Es gab wirklich keinen schlechten Tag. Ich hatte nie einen schlechten Tag auf dem Fahrrad. Jeder Tag hat dir irgendwas gebracht. Auch wenn es bloß eine Verletzung war oder ein Crash, du hast trotzdem draus gelernt. Und mir war es echt auch egal, ob das jetzt ein Enduro ist oder BMX, wo ich fahre, weil im Endeffekt das Ding hat zwei Räder und da habe ich Spaß drauf. Macht das, worauf ihr Bock habt, verstellt euch nicht und glaubt immer an euch selber. Also verfolgt euren Traum zu 100%. Wenn da irgendjemand sagt, hey, ihr könnt das nicht oder ihr schafft das nicht, dann müsst ihr den Leuten das beweisen, dass ihr das könnt. Alle sind individuell und aus seinem Können kann jeder was Großes machen.